Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Ausfallarbeit im Redispatch 2.0. Natürlich ist dieses Video Teil unserer Content-Reihe zusammen mit der HSAG, den Prozess-Consultants und Prozessexperten in der Energiewirtschaft. Wir haben uns ja nun schon über verschiedenste Themen ausgetauscht, zuletzt unter anderem ja auch darüber, dass zum Beispiel Stammdaten und Planungsdaten hin und her geschickt werden müssen zwischen zum Beispiel den Anlagenbetreibern und den Verteilnetzbetreibern. Und tatsächlich läuft es nun darauf hinaus, dass man dann irgendwann diese Daten also mal hat und dann findet auch mal eine Maßnahme statt, eine Redispatch-Maßnahme. Das heißt, der Netzbetreiber würde dann eine Steuerung durchführen und sagen, lieber Anlagenbetreiber, bitte produziere eine andere Menge Strom, als du eigentlich vorhattest. Und dann kommt dabei die Ausfallarbeit zustande. Die Ausfallarbeit ist nämlich die Bezeichnung für schlussendlich die Energiemenge, die zwischen der theoretischen Einspeisung, die mal geplant war, und der jetzt tatsächlich eintretenden Leistungslimitierung liegt, die durch den Netzbetreiber vorgegeben wird. Der Unterschied zwischen theoretischer Einspeisung und jetzt tatsächlicher Einspeisung wegen der Limitierung durch den Netzbetreiber. Das ist die Ausfallarbeit. Und jetzt denkt man sich, naja gut, dann ist das halt der Unterschied. Ja, das eine minus das andere und dann hat man die Ausfallarbeit. Aber wir haben hier ja tatsächlich eine gewisse Komplexität. Denn der Redispatch, da dreht es sich ja um tatsächlich andere physische Einspeisung in das Netz. Das heißt, da ist eine elektrotechnische Realität dahinter. Wir beachten in der Energiewirtschaft ja aber eigentlich gar nicht die physische Realität, sondern so diese zweite Stufe, diese zweite Ebene der rein virtuellen Energiemengenbilanzierung. Und da herum drehen sich ja auch unsere ganzen Massenprozesse in der Energiewirtschaft, in der Makro und so weiter. Das ist alles eine virtuelle zweite Ebene. Das hat nicht so viel mit der technischen Realität draußen zu tun. Also müssen wir jetzt schauen, wenn wir wirtschaftliche Massenprozesse mit technischer Realität in Verbindung bringen wollen, dass wir eine möglichst große Annäherung an Realität auch herbeiführen mit unseren Prozessen. So, und wer jetzt schon mal mitbekommen hat, dass der Redispatch 2.0 ja relativ komplex und auch kompliziert ist, der kann sich vorstellen, dass wir uns da richtig viele Gedanken in der Energiewirtschaft gemacht haben und das nicht ganz so einfach läuft. Also, wir wollen nur versuchen, das auseinanderzunehmen. Wie kommt man jetzt zu dieser Ausfallarbeit? Erstmal ganz wichtig natürlich, Redispatch bedeutet meistens, dass wir eine Anlage runterfahren und das ist dann ein sogenannter negativer Redispatch, weil die Menge weniger ist, deswegen negativer Redispatch. So, dabei entsteht eine positive Ausfallarbeit, weil eine positive Menge jetzt praktisch entsteht, die nicht produziert wurde. Ja? Und das ist ja der Ausfall. Der Ausfall hat jetzt einen positiven Wert. Das ist eine positive Ausfallarbeitsmenge in Kilowattstunden und was auch immer. Und andersherum bei einem positiven Redispatch, das gibt es ja durchaus auch, dass eine Anlage mehr produzieren sollte, weil sie ferngesteuert jetzt wird, ne? Das kann man dann ja machen, dann wäre es ein negativer Wert für die Ausfallarbeit. So, erstmal nur als Grundlage. Das ist dann praktisch der Unterschied zwischen Minderarbeit und Mehrarbeit, die durch den Redispatch zustande kommt. Wenn wir das jetzt also so betrachten, dass wir uns ja auf einer bilanziellen Ebene eigentlich bewegen, dann müssen wir erstmal schauen, wie ist die Maßnahme, die Redispatch-Maßnahme jetzt eigentlich zustande gekommen? Ist sie zustande gekommen durch eine Aufforderung durch den Netzbetreiber, der sogenannte Aufforderungsfall? Das bedeutet ja, es gibt einen ständigen Fahrplanaustausch zwischen Betreiber und Netzbetreiber, also Anlagenbetreiber und Netzbetreiber. Und der Fahrplan kann dann frühzeitig angepasst werden, wird dann praktisch zurückgeschickt an den Anlagenbetreiber und dann sagt halt der Netzbetreiber, du musst deine Anlage anders fahren, als du es eigentlich vorhattest. Das heißt, der Fahrplan wird angepasst. Das ist dann ein Aufforderungsfall, denn wir fordern dich auf, fahre deine Anlage anders, als du es geplant hast. Die Alternative ist der Duldungsfall. Duldung heißt, dass der Netzbetreiber tatsächlich aktiv fernsteuern kann und in dem Fall ja auch tatsächlich die Fernsteuerung übernimmt für die Anlage. Er drosselt sie ein bisschen und dann muss der Betreiber der Anlage das Ganze dulden. Deswegen Duldungsfall. Aufforderungsfall, ich schicke einen Fahrplan zurück. Jetzt musst du als Anlagenbetreiber das bitte auch so machen. Aufgefordert bist du jetzt. Duldungsfall, ich habe eine Fernsteuerung, ich steuere sie fern, die Anlage, und du musst dulden, dass ich das tue.
dann haben wir dadurch natürlich schon mal andere Ermessensgrundlagen, wie wir zu diesen Mengen kommen. Ne? Wenn wir einen Aufforderungsfall machen, dann schicken wir einen Fahrplan zurück, der jetzt sagt, statt deiner geplanten Menge produzierst du folgende Menge. Dann haben wir ja eine Prognose, was diese Differenz nachher angeht, nämlich der Unterschied zwischen eigentlich geplant und von uns jetzt vorgegeben. Das muss aber noch nicht das sein, was auch tatsächlich umgesetzt wird, denn es kann ja sein, dass es schief geht oder verschiedene andere Reserveleistungen auch noch gemacht werden müssen und dann ist eben Unterschied zwischen Erzeugung und vorher geplanter Menge auch noch mal unterschiedlich. Heißt, das ist erstmal nur eine Prognose, die wir dann wissen, was nachher Ausfallarbeit wäre. Bei der Fernsteuerung hingegen wissen wir es ja eigentlich tatsächlich, weil wir eine ursprüngliche Vorstellung davon hatten, was man produziert werden sollte. Und jetzt machen wir ja selbst die Fernsteuerung. Damit ist ja eigentlich klar, wir wissen, dass es tatsächlich unsere vorgesehene Menge auch tatsächlich erzeugt wurde. Dann haben wir also die Ausfallarbeit auch schon direkt vorliegen. Im Großen und Ganzen, es ist natürlich noch lange nicht so einfach. Es ist noch ein bisschen komplexer. Jetzt müssen wir nämlich unterscheiden, und jetzt wird es wirklich komplex, welche Abrechnungsmodelle werden genutzt und welche Bilanzierungsmodelle werden genutzt. Und das sind Themen, die wir in nächsten Videos auch noch deutlich weiter auseinander friemeln werden, weil die haben es auch verdient. Da steckt nochmal ganz viel Komplexität dahinter. Das wollen wir natürlich auseinandernehmen. Aber erstmal kurz zusammengefasst. Wir haben bei den Abrechnungsmodellen praktisch verschiedene Arten und Möglichkeiten, wie wir jetzt tatsächlich Mengen feststellen und dann auch abrechnen können. Und zwar gibt es zum Beispiel das sogenannte Spitzverfahren. Ein Spitzverfahren läuft darauf hinaus, dass wir gewisse technische Voraussetzungen haben, nämlich Messeinrichtungen an den Erzeugungsanlagen. Ne? Da ist an der Windanlage sind bestimmte Sensoren noch mit dran, so kann man sich das dann vorstellen, die dann zum Beispiel dafür sorgen, dass wir echte gemessene Wetterdaten der konkreten Anlage vorliegen haben und dann eben auch ziemlich genau wissen, wie viel hat diese Windanlage tatsächlich anhand der Wetterdaten vor Ort produziert. Das ist das Spitzverfahren. Wir kommen gleich nochmal darauf. Dann gibt es aber auch noch das Spitzleitverfahren, das vereinfachte Spitzverfahren. Spitzleit wird das gerne genannt. Da läuft es darauf hinaus, dass wir zwar auch an sich vor Ort gemessene Daten haben wollen, aber nicht unbedingt von der konkreten Anlage, sondern auch vielleicht von einer Nachbaranlage am gesamten Standort. Ne? Also gemessene Werte nicht von der konkreten Anlage, sondern vom Standort, vielleicht von einer benachbarten Windanlage, wo die Sensoren installiert sind. Oder von einer Referenzanlage, wo dann praktisch ein Wetterdienstleister auch nochmal seine Daten mit zureichen kann. Und dann haben wir eine etwaige Vorstellung, wie es in etwa tatsächlich vor Ort sein müsste. Leit also deswegen, weil wir nicht die echten korrekten Daten der konkreten Anlage nehmen, sondern vergleichbare Daten nehmen. Und dann gibt es noch das sogenannte Pauschalverfahren. Das wäre so ein bisschen der Standard eigentlich. Nämlich da, wo keine weiteren technischen Voraussetzungen gegeben sind. Da, naja, wie der Name Pauschalverfahren es schon in etwa sagt, da nehmen wir einfach an, dass die Erzeugung der vorigen Viertelstunde einfach fortgeschrieben wird. Ja, und jetzt haben wir dort ja im Prinzip auch einen Fahrplan im Großen und Ganzen vorliegen. Und dann können wir einfach sagen, naja, die Menge von davor, die gilt jetzt einfach in der nächsten Viertelstunde auch. So ist dann im Großen und Ganzen das Pauschalverfahren zu sehen. Und jetzt läuft es darauf hinaus. Okay, ich habe es ja schon mal mit der Windanlage erwähnt. Ne? Die Windanlage, die dreht sich, dann ist dann eine Messanlage vorne dran, die die Windgeschwindigkeit nochmal abnimmt. Und dann haben wir eine sogenannte Leistungskennlinie der Erzeugungsanlage, die dann im Großen und Ganzen rübergibt, folgende Geschwindigkeit kommt an, dann wird auch folgende Leistung praktisch durchgeführt und folgende Menge kann dann eingespeist werden. Ne? Also die Verbindung aus echt gemessener Windgeschwindigkeit und der Leistungskennlinie der Anlage sorgt dafür, dass wir dann wissen, im Spitzverfahren, wie viel die Windanlage konkret erzeugt hat. Hingegen bei einer Solaranlage, dann haben wir eben eine Messung, was der konkrete Einfallswinkel ist, also die Einstrahlleistung der Sonne an dieser konkreten Anlage selbst. Das wird eben gemessen mit bestimmten Sensoren. Die Einstrahlleistung mit der Anlage, dann wissen wir, was die Anlage in diesem Moment wohl erzeugen müsste. So. Das ist also für dieses Beispiel dann das Spitzverfahren. Und bei einer nicht fluktuierenden Anlage, also eine sonst wie konkret steuerbaren Anlage, die nicht von Wetterdaten abhängig ist, da würden wir einfach sagen, wir haben einen Fahrplan. Wir haben einen konkreten Fahrplan der Anlage, einen sogenannten Ex-ante-Fahrplan, der eben tatsächlich zur Verfügung stellt, wie hier die Anlage produzieren wird. Und dementsprechend haben wir da eine konkretere Vorstellung davon, wie sie jetzt eben auch läuft. Und dann müssen wir eben mal unterscheiden.
Spitzleit würde dann bei einer Windanlage bedeuten, wie gesagt, wir haben Referenzanlagen oder benachbarte Anlagen. Und bei Solaranlagen könnte es auch bedeuten, wir haben stattdessen Wetterdienstleisterdaten, die dann einfach sagen, die Einstrahlleistung der Sonne war in dieser Region von Deutschland zu einem gewissen Zeitpunkt folgendermaßen. Dann haben wir auch schon wieder ein vereinfachtes Verfahren und etwa passende Daten für die Anlage, die wir jetzt betrachten wollen. Und dann beim Pauschalverfahren, naja, wir haben dann einfach ja, eine Differenz, die wir jetzt annehmen würden im Vergleich zu der vorigen Viertelstunde. Wir haben einen Fahrplan, wir haben einen Lastgang oder einen Einspeisergang, besser gesagt, für die Anlagen und wir haben halt ein Einspeiseprofil schlussendlich und können dann sagen, naja, für diese Viertelstunde nehmen wir an, dass also Folgendes einfach hier vorhanden ist. Das ist eine pauschale Annahme, welche Energiemengen hier tatsächlich erzeugt werden. Das kann man auch soweit machen. Das heißt, möglichst einfach zusammengefasst, benutzen wir beim Spitzverfahren einfach die sogenannten SCADA-Daten, also vor Ort tatsächlich technisch gemessene Daten, die hier in Echtzeit praktisch dann auch vorliegen würden für die konkrete Anlage, die wir betrachten wollen. In der Spitzleitverfahren, also im vereinfachten Spitzverfahren, würden wir praktisch Wetterdienstleisterdaten verwenden. Und im Pauschalverfahren würden wir einfach den Einspeisegang, den Lastgang, den Fahrplan nutzen, den der Anlagenbetreiber hier zur Verfügung stellt. Und damit können wir dann tatsächlich eben sagen, okay, neben den Prognosen, was eigentlich produziert werden sollte und unserer Limitierung, die wir jetzt vorgeben, können wir die tatsächlich vor Ort stattfindende Produktion anhand der Wetterdaten für Wind und Solar oder eben anhand der tatsächlich dann einfach geplanten Menge bei nicht fluktuierender Leistung feststellen. Wir können damit sagen, okay, von der theoretischen Einspeiseleistung, die in diesem Moment bei diesem Wetter möglich gewesen wäre, hin zur Limitierung, die wir jetzt vorgegeben haben, gibt es also folgende konkrete Differenzmenge. Die Energiemenge, die hier ausfällt, die Ausfallarbeit, ganz konkret. So, dann haben wir jetzt erstmal nach diesem Verfahren das festgestellt. Je nachdem, wie die Anlage ausgestattet ist, kommt sie also in eines dieser Abrechnungsverfahren und kann das dann also initial einmal wählen und wird dann normalerweise höchstens jährlich gewechselt für ein volles Kalenderjahr. Oder kann dann gewechselt werden, wenn das Bilanzierungsverfahren geändert wird. Und deswegen kommen wir jetzt noch kurz zum Bilanzierungsverfahren. Wie gesagt, das wird alles in späteren Videos nochmal deutlich tiefgreifender auseinandergenommen. Bilanzierungsverfahren heißt jetzt, wir haben entweder das Prognosemodell oder das Planwertmodell. Folgendes ist das jetzt, was dahinter steckt. Das Prognosemodell ist praktisch so der Standard. Dort haben wir unsere Einspeiseprognose. Wir haben vielleicht noch Wetterdaten, dann haben wir irgendwie noch gemessene Daten, so. Und dann würde anhand dieser vorliegenden Prognosen der Netzbetreiber, also nicht der Anlagenbetreiber, sondern der Netzbetreiber, die Produktion der Anlage prognostizieren und deswegen auch die Ausfallarbeit, also das, was durch die Maßnahme jetzt nicht produziert wird, annehmen. Das würde also der Netzbetreiber selbst, wenn er die Maßnahme durchführt, auch festlegen müssen. Er müsste nun feststellen, was für eine Menge ist hier jetzt ausgefallen. Das muss der Netzbetreiber machen bei diesem Standard-Prognosemodell. Dann würde er das praktisch zusammenführen, an den Betreiber schicken und wenn der das anders sieht, dann würde ein ganz normales Clearing, Bilanzierungsclearing stattfinden über die ganz regulären auch Bilanzkreisabrechnungsprozesse. Und das würde übrigens dann auch schon relativ schnell stattfinden. Also diesen Aufschlag an praktisch diese Ausfallarbeit hatten wir, würde bis zum 8. Werktag des Folgemonats immer geschickt werden müssen. So, hier also beim Prognosemodell muss der Netzbetreiber feststellen, was ist jetzt wegen meiner Maßnahme ausgefallen und stellt das seinem Betreiber zur Verfügung und der checkt praktisch gegen, ist das in etwa genau das, was hier stattgefunden hat. Beim Planwertmodell ist das anders. Beim Planwertmodell haben wir praktisch überhaupt erstmal auch wieder technische Voraussetzungen. Da gibt es einen Kriterienkatalog, wo dann auch getestet wird, ob das überhaupt funktioniert. Denn hier findet ein reger Austausch an Fahrplandaten statt. Das heißt, hier haben wir wirklich Viertelstundenwerte tatsächlich gemessen. Über halt irgendeine Art von Rundsteuertechnik oder Smart Metering kommen hier echte Viertelstundenwerte dauerhaft an. Dann haben wir also einen echten Fahrplan, der auch dauerhaft aktualisiert ist. Und hier wird dann der Betreiber selbst feststellen, anhand seines Fahrplans, der in Zweifel jetzt auch korrigiert worden ist durch praktisch die Aufforderung, dass ich jetzt folgendermaßen produziere.
und wird dementsprechend auch seine Ausfallarbeit selbst feststellen und praktisch deklarieren und praktisch dann auch den Anteil an seinem Fahrplan festmachen. Hey, das hat sich jetzt also wegen deiner Maßnahmen, lieber Netzbetreiber, geändert. Bei diesem Planwertmodell muss also der Anlagenbetreiber die Ausfallarbeit feststellen und meldet sie dem Netzbetreiber. Der Netzbetreiber empfängt sie, prüft und wird dann entsprechend auch in ein Clearing gehen, falls hier Unterschiede vorhanden sind. Hier läuft es aber darauf hinaus, dass dieser Fahrplananteil, dass diese Ausfallarbeitsfeststellung durch den Betreiber auch tatsächlich erst im Folgemonat übertragen werden muss, laut den Fristen, die jetzt aktuell in den Prozessen rund um Mythos Patch 2.0 festgelegt sind, zu finden sind. Und das heißt schlussendlich, es ist zwar auf jeden Fall ein deutlicher Mehraufwand für die Anlagenbetreiber, aber jetzt noch nicht unbedingt von Anfang an. Das wird also vor allem Anlagen betreffen, die etwas größer sind, die sowieso also Echtzeitfahrpläne generieren oder die eben wegen bestimmten Voraussetzungen hier mit reinkommen oder die das wollen, indem sie die technischen Voraussetzungen schaffen und dann auch die Tests im Kriterienkatalog bestehen würden. So, dann haben wir das also. Jetzt sind wir in der Lage, bei der vorigen Variante, beim Prognosemodell, dass er nun der Netzbetreiber also seine Ausfallarbeit festgestellt hat, dann kann er am Ende des Monats seine Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe für den ganzen Monat bilden und kann dann praktisch damit auch die normalen Bilanzierungsprozesse durchführen, denn eine Zeitreihe, wie wir ja wissen, beinhaltet also praktisch eine Kategorisierung von Energiemengen, in dem Fall die Ausfallarbeit, und damit kann er dann auch wieder austauschen, hey, folgende Mengen sind also im Rahmen des Redispatch hier zustande gekommen. Es gibt ja dann auch einen Redispatch-Bilanzkreis, mit dem praktisch Energiemengen hin und her geschickt werden können mit den jeweiligen Vermarktern der Anlagen und ist dann auch in der Lage, die Zahlungsflüsse für die Ausfallarbeit dementsprechend vorzunehmen. Das heißt, einen bilanziellen Ausgleich und den finanziellen Ausgleich dann auch durchzuführen. Im Planwertmodell, wo ja nun also der Betreiber, der Anlagenbetreiber, selbst feststellt über seinen Fahrplan, was also jetzt die Ausfallarbeit ist und was dementsprechend hier gelaufen ist und der Netzbetreiber das dann checkt, gibt es natürlich auch hier die Feststellung, welche Zahlungsflüsse müssen wir jetzt auf Grundlage der Ausfallarbeit machen. Aber hier kann nun auch tatsächlich erstmal noch festgestellt werden, ja, was sind denn die Unterschiede, was ist die Differenz zwischen dem bilanziellen Ausgleich, den wir jetzt vielleicht schon im Laufe des Fahrplanausgleiches gemacht haben, und dem finanziellen Ausgleich, der noch stattfinden muss. Und jetzt fängt es ja an, noch komplexer zu werden als sowieso schon. Und deswegen ist an dieser Stelle auch der Cut zu machen. So, als ich dieses Video geplant habe, hatte ich ein paar Probleme damit zu sagen, ja, wo höre ich denn auf? Ne? Also wenn ich eigentlich nur sagen will, was die Ausfallarbeit ist, dann ist es die Differenz zwischen theoretischer Einspeisung und Leistungslimitierung durch den Netzbetreiber. Punkt. Wäre das Video eine halbe Minute lang gewesen, hätte aber den wenigsten geholfen. Jetzt habe ich schon mal wenigstens ein paar weitere Begriffe aufgerufen. Hey. Es gibt Abrechnungsmodelle, es gibt Bilanzierungsmodelle und es gibt auch noch den Aufforderungsfall und den Duldungsfall, und dementsprechend ist das echt ein breites Thema. Wir werden jetzt im nächsten Video uns erstmal mit der Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe nochmal beschäftigen, die AAÜZ, mit der praktisch Ausfallarbeitsmengen hin und her ausgetauscht werden. Und dann gehen wir nach und nach auf die Abrechnungsmodelle, auf die Bilanzierungsmodelle und so weiter nochmal ein und nehmen das dann schön auseinander. Immer mehr Prozesse werden ja auch immer klarer und dann kann man auch immer mehr darüber reden, wie das alles wirklich funktioniert. Das ist also die Zusammenfassung zur Ausfallarbeit. Im Großen und Ganzen die Differenz zwischen theoretischer Leistung und limitierter Leistung. Aber wie man das jetzt konkret feststellt und wie man es dann austauscht, das ist dann eben doch ein bisschen komplexer. Also, im nächsten Video zur AAÜZ habt ihr erstmal Fragen zur Ausfallarbeit oder auch zur AAÜZ, schon mal jetzt gerne hier in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer seht, wenn es neue Videos von uns gibt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Redispatch 2.0, klickt auch gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung zur HSAG. Wir haben dort schon einige Beiträge jetzt, bei denen auch unsere Videos entsprechend mit vorkommen. Und dort haben wir auch die passenden Dienstleistungen einerseits auf Prozessebene und nochmal auf der Weiterbildungsebene zur Verfügung gestellt. Da haben wir auch was Passendes für euch dabei. Bis zum nächsten Mal.